Good boy. So, ja. Genug gequatscht. Ihr schreibt mit schön im Chat. Beziehungsweise wenn dann einer online ist. Erstmal guten Abend, hallo und herzlich willkommen. Montag ist Banjo-Tooie-Tag. Zumindest heute noch. Ne, nächste Woche spielen wir dann Yooka-Laylee. Am Donnerstag fangen wir ja bereits schon an. Aber heute spielen wir für die vorerst letzte Session Banjo-Tooie. Ich werde mir am 22. April mir einfach die Zeit nehmen, den ganzen Abend Banjo-Tooie. Und wir knüppeln das Ding durch. 100 Puzzleteile sind mir egal. 900 Noten oder 800 Noten. Keine Ahnung. Auch egal. Hauptsache durch. Vielleicht machen wir dann an dem Wochenende 22. April, könnt ihr euch schon mal dick in den Kalender schreiben, machen wir dann eventuell noch die große Party mit Stop and Swap. Wenn ich es dann bis dato ans Laufen bekommen habe. Leider ist es noch nicht der Fall. Weil normalerweise müsste hier ein Zeichen stehen, wo drauf steht, irgendwie, ich glaube, irgendwelche Tools, so Schraubschlüssel und Co. und Stop and Swap. Das heißt, wahrscheinlich muss ich nochmal Banjo-Kazooie dafür anmachen, damit dann die Xbox registriert, aha, er hat Banjo-Kazooie gespielt und durchgespielt. Schalten wir mal die restlichen zwei Eier und einen Kristallschlüssel frei. Im Banjo-Tooie kriegt man dann noch vier weitere Easter Eggs und dann kann man zur Henne Helga gehen erst. Und die ausbrüten, kriegt dann halt seine geilen Sachen. Wir sind aber diesmal nicht in der Lava-Welt wie geplant, sondern wir müssen nochmal ein bisschen Backtracking betreiben, weil ich habe ein Easter Egg vergessen. Aber das ist kein Problem, das holen wir uns direkt. Die Steuerung, ey. Das ist wie im Blut drinne. Ja. Wie gesagt, Banjo-Kazooie. Banjo-Tooie, Entschuldige. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht gerade die ganze Zeit Kazooie gesagt. Das wäre sonst ziemlich peinlich. Wir müssen nämlich nochmal... So. Hier oben hoch. Da ist nämlich noch ein Easter Egg. Oh, guck mal, da hinten ist sogar noch eine Cheeto-Seite. Die schnappt man uns nachher auch noch. Cheeto-Seite. Man kann nie genug davon haben. Hier kommt man nämlich rein. Werden wir jetzt einfach mal reinfliegen, wenn ich Glück habe. So. Und da schnappen wir uns dann das dritte Easter Egg. Das vierte Easter Egg wurde hier wahrscheinlich ersetzt durch den Kristallschlüssel, weil den Kristallschlüssel kriegt man in Banjo-Tooie. Aber schon interessant, dass die das Stop and Swap einfach mal reingepackt haben. Na? Microsoft can, but Nintendo don't. Auch ein bisschen schräg, aber ey, passt. So, dann gucken wir mal, wo ist denn mein kleiner... Da ist mein kleines Modulchen. Ja, komm her. So, das... Besser als eine Ohrfeige. What? Alles ist besser als eine Ohrfeige. Juhu! Und schön ins Wasser. Bisher sieht's doch schnick aus. So, jetzt schnappen wir uns noch die Cheeto-Seite. Und dann geht's ab. Ich hoffe, es ruckelt bei euch nicht so extrem. Dann muss ich eventuell vielleicht nachher nochmal das Equipment neu starten. Ach ja, die Cheeto-Seite. Haben wir dann genug? Ich glaube, 5 Stück brauchen wir. Nee, eine fehlt noch. Schade. Kriegen wir noch im nächsten Level irgendwie. Oder ist vielleicht da noch was drin? Ich bin auch gerade überlegen, ob hier Trennplatten sind auf dem kompletten Gebiet hier. Na, das sieht ziemlich kaputt aus. Da kommt... Ah, das ist noch ein Geheimnis. Ganz vergessen. Okay, tauchen. Jetzt überlegen, welche Tastenkombination war mit Kazooie? Nein, nein. Ja! Hallo, mein Freund. Den hatte ich gar nicht mehr vor Augen, um ehrlich zu sein. Scheibenkleister. Egal. Befreit. Ole. Alle freuen sich. Ich habe keinen Kaffee getrunken, um eure Fragen zu beantworten. Nur gerade überlegen, war hier nicht auch noch was? Ne, ich glaube nicht. Komm, ich gucke mich hier noch einmal komplett um, weil, wie gesagt, das Gebiet hier haben wir eigentlich nur so grob behandelt. Oh, ein bisschen schnell. Dumme Schuhe. Aber das sieht hier jetzt nach ziemlich nichts aus. Das war hier in den fragilen Ding drinne. Nichts. Ich meine, hier ist auch nichts mehr. Aber gut, weiter im Programm. Jetzt gehen wir zur netten Bienendame, weil da müssen wir auch noch ein bisschen was machen.
zwar haben wir ganz, ganz viele leere Honigwaben. Das wird bestimmt sehr cool. Hallo, Madin. Herzlich willkommen im Stream. Brü. Brü. So. Wieder Käse. Brü. Scheiße. Ich hätte vielleicht mehr Kaffee trinken sollen. So, an den Notenschlüssel kommen wir oben wahrscheinlich auch noch dran. Gucken wir mal. Oder auch nicht. Kann man denn da dran? Warte, lass mal überlegen. Ich weiß es nicht mehr. Egal, lass uns nicht weiter davon aufhalten. Wir wissen, da ist noch ein Notenschlüssel. Muss ich mal fürs nächste Wochenende, übernächste Wochenende nochmal gucken. Für den 22. Wie viel ich noch machen muss? Uff, ich habe jetzt noch das Eis- und Feuer-Level. Dann müsste ich noch dieses, diesen komischen, ja, ich weiß gar nicht, was das genau ist. Baum, Bunker, irgendwas auf jeden Fall in der Luft. Ist noch ein Level. Ja, Quiz, Bossgegner und ich habe nicht alle Puzzleteile. Also, ich habe mir viel vorgenommen. Aber ich bin auch am Überlegen, ob ich nicht alle Puzzleteile, ob ich mir nicht die meisten Puzzleteile einfach schenke, weil ich habe das Spiel nie zu 100% durchgespielt, selbst in meiner Kindheit nicht. Ja, sicher, Süße. Werfen wir mal die Honig. Ne, aber sonst, ich habe momentan, ich müsste unter 50 Puzzleteile haben und ich weiß, ich brauche mindestens, um den Bossgegner zu machen, ja, mindestens noch ein paar Stück. Ach, guck mal, mehr Honigwaben kann ich leider nicht besorgen, aber hey, reicht. 8 Dinger komme ich sehr, sehr weit. Dann kriegst du es ja heute durch. Nee, keine Chance. Also wenn wir Glück haben, schaffen wir heute noch ein... Kommen wir heute aus diesem Level, aus diesem Feuer- und Eis-Level raus, was ich eigentlich sehr cool finde. Einer der schönsten Level in dem kompletten Spiel. Also, gibt's so schöne Perlen. Jetzt bin ich gerade überlegen, das Feuer- und Eis-Level war auf der hohen Klippe. Klippe. Ja, weil das, dieses Lava- und Eis-Level, es gibt schöne Easter Eggs drin, ne? Es geht schon los mit den beiden Bossgegnern, die wir uns heute krallen. Dann Sabreman, dann halt die Alien-Geschichte als Fortsetzung. Also sind schon coole Sachen dabei auf jeden Fall. Na, kann man sich auf jeden Fall schlapp lachen heute. Wenn ich es noch so gut in Erinnerung habe. Ach, Blödsinn, ich muss ja. Ich muss zum Mumbo. Ich muss erst Mumbo aktivieren. Ich hoffe, ich bin hier. Ah! Oh, Gott sei Dank, nur die Füße eingetaucht. Ins Wasser. Ich bin nur noch mal überlegen, wie komme ich denn hier nochmal hoch? Ich hab die Hände vergessen! Ich hab fast geflucht. Okay, als Eier aktivieren. Ich habe die Hände echt vergessen. Ich kann mich nicht. Na komm. Da ist noch eine Hand. Na komm raus. Ich meine, ich habe auch einen Globo. Ich hoffe, ich habe einen Globo. Ich habe einen Globo. Ne, den Mumbo brauche ich nämlich wegen zwei Sachen. Und zwar muss ich erstmal den Sabrewolf wieder reaktivieren, wenn ich mich recht entsinne, und das Alien. Muss ich wieder bewecken, wieder beleben. So, wir haben Globo. Müssen Zauberwesen geben, Mumbo, wenn Hilfe wollen. Und wollen Mumbos Hilfe? Natürlich. Wir brauchen Mumbo. Mumbo Action. Jetzt werfen wir Mumbos Tasche. Come on. It's Mumbo Time. Jupp. So, jetzt müsste ich mit Mumbo wieder zurück zur Platte. Yep. Yep. Das ist doof. Ah, der Zauberstab hilft auch gegen die Hände, ist gut. Ah!
Ah, ich brenne. Lauf, Mumbo. Ah, scheiße. So. Ich hoffe, ich laufe jetzt hier richtig. Ja, genau zum Startpunkt. Mumbo, der Schamane. Yo. Check it out. So, Oberseite. Ich hoffe, ich bin jetzt da richtig. Nein, falsch. Eisseite, untere Ebene. Genau, hier wollte ich hin. Hallo. Also, lass mal überlegen. Ich muss... Kamera, da oben hin. Das heißt, ich gehe darüber. Oh, Puzzleteil. Aber holen wir uns später. Oh Gott! Ah, sagt George, das Essen ist fertig. Nee, das hat er nicht wirklich gesagt. Oh Gott. Super. Super geil. Super geil. So. Autsch. So, Interaktion. Hoffen, das funktionieren. Lebenskraft für Sabreman. Es lebt! Super, ich habe meinen Erfolg freigeschaltet. Vielen Dank, junger Herr. Ich bin hier seit 1984 festgefroren. Bumbo vielleicht verrückten alten Mann schon mal gesehen. Durchaus möglich. Ich komme aus dem goldenen Zeitalter, als die Wölfe Könige waren. Ich heiße Sabreman. Ich bin im Abenteuergeschäft. Zumindest war ich das. Was macht Saubermann in der Eiszeit? Dieser verfluchte Wolf hat mich bisher verfolgt, hergejagt. Daher hat er mich, der Eisdrache, eingefroren. Mir ist ziemlich kalt. Kannst du mich irgendwie aufwärmen? Mumbo das nicht tun, aber kennen Bär, der das können. Der das können? What? Der das können, okay. Läuft. Und ich meine, auf der anderen Seite müsste ich irgendwie... Genau, da ist noch eine Platte. Ich weiß nicht. Autsch. Tequiz! Du komischer... Autsch. Autsch. Geh weg. Genau, ich muss den Alien da noch wieder beleben. Das kriegen wir aber auch hin. Der Drache. Schön weiter bewegen, Mumbo. Bloß nicht stehen bleiben. Yay! Ich habe vergessen, meinen Online-Status auszuschalten. Jetzt könnte der Mann die nochmal trollen. Ach, scheiße. Oh, er zieht einfach einen Stecker. Ganz vorsichtig. Ach du Schitte. Es ist so aschenglatt, ey. Der Drache geht mir auch auf den Piss. Ich glaube, der Drache ist fertig. Oh, dieser Kontrollstick von der Xbox, der macht echt keinen Spaß. So, ich hab's geschafft. Und activate. Hoffe, das funktionieren. Der Mann spielt gerade CS. Okay, er hat keine Zeit für. Ja, dann viel Spaß. Oh. Der Sturz war sehr schmerzhaft. Wo bin ich hier? Du tot. Mumbo, großer Schaman. Magi benutzt. Du jetzt leben. Dieser schwächliche Erdling-Zauber wäre gar nicht nötig gewesen. Meine Spezialenergie ist viel besser.
Marsmensch, undankbar, verschwendet Mumbus Zeit, ihm Lehre erteilen sollte. Entschuldigung, merkwürdiger Freund, meine Spezialenergie ist am Ende und wir brauchen deine Hilfe. Unsere drei Kinder sind geflohen, bevor das Schiff in der Lagune notlandet. Finde meine Kinder und bringe sie sicher zu mir. Dann beschenke ich die Erde reichlich. Mumbo Geschenke mögen, aber keinen billigen Alien-Mitbringsel. Die Kinder werden sich versteckt halten, bis sie ein Alien-Signal erhalten. Mumbo beeindruckt, aber Mumbos Magie besser. Oh. Ich spüre schon, dass ich gewisse Aliens wahrscheinlich gar nicht besuchen kann. Oh. Ich spüre ein Tod. Er ist ganz nah. Lass mich raten, da komme ich nicht hoch, ne? Ich muss einmal außen rumlaufen. Will ich nur gerade überlegen. Obere Vulkanseite bringt mir nichts. Ich muss die untere nehmen. Gucken, dass ich jetzt gleich nicht irgendwie einen Fehler mache und sterbe. Das wäre sonst ziemlich peinlich am Montagvormittag 19.17 Uhr. Okay, das bringt nichts. Techwiz! 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 Einer ist hier noch, genau. So, hinein. Aber ich glaube, ich habe jetzt mit Kazooie glaube ich auch nur noch, also mit Banjo und Kazooie wahrscheinlich auch nur noch ein Leben. Ah. Oder? Nee, guck mal, ich habe nur eins verloren. Großartig. Aber ich weiß gar nicht, läuft es flüssig, Madin? Oder macht es irgendwo Probleme? Oh Scheiße, das war dumm. Au. Ja, verfolgt. Jupp, alles gut. Super. Das ist schön. Hat ein bisschen Schiss, dass eventuell die Performance vom Bild vielleicht nicht so geil ist. Dann ist das wirklich nur der PC, der nebenbei irgendwie arbeitet. Keine Ahnung. So, und tauchen wir den guten mal auf. Dafür brauche ich jetzt erst, weil das ist einfacher. Erst Banjo, dann Kazooie. Yay. Aber scheiße. Und ich brauche dafür Feuereier. Jetzt wird er beschossen. Brrr. Das ist viel besser. Es war mir eine Ehre. Dieser Tieffrierphase ist recht ermüdend. Jetzt brauche ich einen Tee und ein Nickerchen. Könntest du mir möglicherweise nochmal behilflich sein? Für ein Puzzle immer. Kannst du mich zu meinem Zelt tragen? Es ist auf der Vulkanseite des Berges. Falls es nicht schon abgebrannt ist. Dann hole ich Banjo. Yay! It's Taxi Time! Crazy Taxi Time. Weil ich gerade überlegen bin, ob ich überhaupt porten kann mit dem im Schlepptau. Na. Hui. Ja, ich lauf lieber. Dieser Eisdrache nervt. Speech. Aber erstmal schlafen. Nee, schlafen. 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 Schlafen.
So, auf geht's. Kein Problem. Ab in die Tasche mit dir. Jupp, pom pom. Und go. It's taxi time. Au! Friss meine Tasche! Ist auch irgendwie belastend, dass die Tasche vom Banjo effektiver ist als Kazooies Kung Fu. Ach, ich stehe nicht richtig drauf, okay. So. Vulkanseite, dann sind wir schneller da. Die können direkt ihn abliefern. Kriegen wir ein Puzzle? Oh, Holy! Ja, denn ey! So, auspacken. Na komm raus, Sabrimann. Sauber, Mann. So. Mein Zelt. Meine Ausrüstung. Es ist alles noch so, wie ich es vor all den Jahren verlassen habe. Ist wahrscheinlich sowieso wertlos. Mein Schatz ist auch noch da. Du darfst ihn haben, werter Herr. Es ist ein goldenes Puzzlestück. Ohne Wert für mich. Ich gehe in Rente. Schön. Ja, dann leg dich mal ins Bett. Du hast eine Pause verdient nach so vielen Jahren. Schnarch. Vielleicht reite ich auf einen Delfin. Ja, okay, keine Ahnung. Ist auch noch vor meiner Zeit gewesen. Man sagt 86. So, Puzzle einkassiert. Ich habe keine Ahnung, das wievielte. Aber wir schnappen uns jetzt Kazooie und machen die blöden Drachen hier kalt. Die gehen mir jetzt langsam echt auf den Pies. So. War nicht hier? Ne, hier ist eine Trennplatte. Die bringt mir aber noch nichts. Au, das war doof. Verfolgt mich ja. Take Wies. Ich bin Klumpfuß mit meinem enormen großen Fuß. Das ist ja drollig. Mein ganzer Stolz. Solltest du versuchen, meine Schuhe zu stehlen, dann darfst du ihn von nahe bewundern. Aber die passen dir doch gar nicht. Na und? Du bekommst sie jedenfalls auch nicht. Tja. Aua! Mein armer riesiger Fuß! Wo ist der erste Hilfekasten? Großartig. Hatte ich leider nicht mehr so gut in Erinnerung. Aber sehr gut. So. Purple Action. Ziel. Der Drache. Wenn die Zeit reicht. Oh, recht locker. Guck mal, zwei kleine Wäbchen. Sehr gut. So. Machen wir jetzt den ersten Drachen kalt. Ich weiß noch nicht mal, wie der geht. Mal gucken. Erik Eis. Eiskalter Drache. Ah, endlich! Du bist bestimmt der Pizza-Junge. Nein, nur der heilige Puzzlejäger. Du lügst. Ich hätte, du hast meine 3 Meter große Sardellenpizza Deluxe im Rucksack. Leider nicht, Warzengesicht. Dann fress ich eben dich. Why not?
Aber du kannst nicht mal, Moment. So. Feuer! Mr. Worf. Fire. Aua! Das brennt! Feuer! Feuer! Oh. Lass mich mal probieren. Oh Gott. Oh, der ist aufgebraucht. Lauf, Junge, lauf. Ah, ich habe den Endgegner damals echt geliebt. Weil ich ihn wirklich noch sehr, sehr gute Erinnerungen habe. Rennen wir mal weiter. Hier. Das Gefieß. Zip. Und rüber. Feuer! Yes! Aufhören! Ich habe es mir anders überlegt. Vergiss die Pizza. Aber mein Bruder möchte seine bestimmt noch haben. Oh, wie süß! In welcher Richtung liegt der Flying Puzzle McPuzzle gleich wieder? Schöne Anspielung. So, jetzt muss ich nur nachdenken, wo war denn hier nochmal der Ausgang? Ich glaube, es gab hier kein Puzzleteil, ne? Oh, fies, ey. Muss ich wahrscheinlich beide Drachen besiegen. Aber wie schön das einfach designt geworden ist. Hier sieht man noch die Nähte, von den Bipmaps. Das war damals so. Schön. Ja, damals war alles besser. Ah, da ist der Ausgang. Jupp. So, jetzt müssen wir zur anderen Seite. Ich habe hier gerade einen Dinjo gehört. Hallo, Dinjo. Machen wir mal ein bisschen größer. Nee. Na gut, nehmen wir mal die Treter hier. Ja, so viel zum Treter benutzen. Oh. Sehr gut. Keine Wabe. Schade. Ich bin auch gerade überlegen, hier kann man doch auch irgendwie hoch. Aber nicht so. Gab es denn nicht auch noch irgendwie Füße oder so? Wie war das denn hier? Stimmt, hier war noch was mit Luft. Oh Gott. Wie war das denn nochmal? War das mit dem Pop? Ich glaube, das war auch mit dem Pop-Ding. Damit man nicht wegfliegt. Guck mal, ob hier ein Dinjo da kommt mit Plopp-Stiefeln. Nein! Okay, das ist nicht die Rätsellösung. Ah, wie war das nochmal? Lass mal überlegen, was haben wir denn alles? Vielleicht ein Schneeball? Kann ich mir aber nicht vorstellen. Schneeball. Warte, hier war doch auch noch ein Eingang, wo ich auch noch nicht reinkam. Genau, hier sind die Stalagmiten, glaube ich, sind das. Oder einfach nur Eiszapfen. Mit lustigen Äuglein. Okay, verstanden. Verstanden, Spiel. Ich darf hier so nicht hoch. Ich mach mal hier ein bisschen performancemäßig ein bisschen was aus, weil es ruckelt doch mir gerade ein bisschen zu stark. So, mal gucken, ob es jetzt besser wird. So, hier. Platte. Da. Dinjo. Oh.
Böser Dinjo. Aus. Kommst, wirst du halt platt gemacht. So. Oh Gott, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Interessant. Erinnerung 0. Gott. Da sind Trennplatten. Ach nein, hier muss ich gleiten, ne? Yep. Also hier gibt's nichts zum Fliegen. Ach du Heiliger. Ja, ja, hier muss ich... Hier brauche ich einen anderen Move. Den habe ich noch nicht gelernt. Ich kann hier noch nicht gleiten. Schade, da ist ein... Weil da hinten ist wahrscheinlich direkt der Eingang zum Puzzle. Schade. Okay, Feuerseite und dort den anderen Drachen besiegen. Aber ja, den Raum kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Oh Gott. So, Vulkanseite, obere Ebene. Yay. So, jetzt ist die Frage, ich muss wahrscheinlich noch höher, ne? Ich muss da irgendwo hoch, irgendwie hoch. Ach, ich weiß wie. Hier war doch irgendwo eine Flugplatte. Ja, ich glaube, untere Seite war eine. Na gut. Ich hab jetzt auf die Hände keinen Bock. Die goldenen Federn benutze ich sonst eh nie. Oder kaum. Ach. Spiel, du bist ein Arsch! Ah! Ah! Jetzt brenne ich auch noch! Ah! Das ist so ein Arsch. Da hinten ist noch ein Schalter, sehe ich gerade. Na, ich weiß, wohin der Schalter mich führt. Du bist weg. Der Schalter öffnet wahrscheinlich das Tor zwischen Zabrawulf. Mann, ey. Oh, ich hab mir ganz nichts sparen können. Ich hab von Anfang an aktiviert. Ah, oh, Scheibenkleister. Egal, jetzt habe ich einen Zugang. Ein paar Werbchen wären aber jetzt trotzdem geil. Egal. Geh weg. Genau da oben muss ich hin. Das ist dann der zweite Drache. Müsste auch eine Flugplatte sein, ne? Ja, super. Kann ich wahrscheinlich nachher noch was mit der Flugplatte machen. So, genau. Hier brauche ich nämlich die Eis-Eier. Erich Heiß. Höllischer Drache. Höllisch heißer Drache. Du bist bestimmt der Pizzajunge, der meinen armen Bruder vermöbelt hat. Er hat versucht, uns zu fressen. Du willst doch sicher auch eine Pizza, oder? Ja, bitte. Ich habe eine Hackfleisch-Spezial bestellt. Tja, Pech. Wir haben keine. Natürlich hast du eine. Gib mir meine Pizza. Ah. Brrr. Eiskalt. Feuer! Gleich habe ich dich weggelutscht. Und er ist wesentlich schneller. Ja. Yep. Feuer! Ach, fies. Oh. Nein!
Ich will nicht sterben. Noch nicht. Nicht hier. Boah. Hier so ein knappes Ding. Defeated now! Drache. Aufhören! Ich will keine Pizza mehr. Ich gehe lieber in ein Restaurant. Ein Moment mal, Freundchen. Jetzt haben wir euch beide besiegt. Wie steht es mit einer Trophäe? Eine Trophäe? Ich habe nur das hier. Nehme ich auch. Oh, wieder so ein kleiner Mini-Drache mit Riesenkopf. Hm. Ich glaube, ich hole mir ein paar Big All Burger. Oh nee! Uah. Git! Die hat er, macht er doch mit der Achseln fertig, wie die alte von den Flodders. Ah, Igitt. Widerlich. So, zwei Puzzle los an dem Tag. Geht doch schon gut los. Und wir haben noch keine zwei Stunden um. Yay! Ich bin jetzt noch gerade überlegen, was machen wir hier noch? Ich bin mich gerade überlegen, was mache ich denn gegen diesen blöden Windwiderstand? In der Eiswelt, um an den Dinjo zu kommen. So, dann gucken wir noch mal um. Da hinten ist auch noch ein Loch. Was kann denn das Loch da hinten? Gucken wir doch einfach mal nach. Ich sag mal so, der nächste Befehler bestraft eh. Knallhart. Ohne Tücken. Ach, ich bin hier. Ah, Gobi. Hallo, Gobi, mein Freund. Na, hast du Wasser für mich? Ach, dafür brauche ich Gobi. Ah, okay. Alles klar. Ich bin noch nicht fertig. Ich muss erst den Tsukio herholen. Shofi arbeitet im Frachtdienst bei der Grunti GmbH. Möchtest du von Shofi abgeholt werden? Hi. Mach mal. Gut. Weil wir haben den kleinen Bahnhof freigeschaltet, wir haben den großen Bahnhof freigeschaltet. Und den großen gibt es ein Puzzle. Halt, ich war gleich mit Shofi. Oh, Freunde. Ist nur die Frage, ob Schuffis nicht hier ein bisschen zu heiß ist. So, Schuffi. My friend. Auf geht's. Yes! Entschuldige, aber das geht nicht. Der plötzliche Temperatursturz würde meinen Heizkessel zerbrechen und ich wäre Geschichte. Wenn du allerdings einen Weg fändest, meinen Kessel ein bisschen abzukühlen... ich weiß, worauf du hinausläufst. Worauf es hinausläuft. Dafür ist Gobi wahrscheinlich oben da. Der kühlt nachher den Schuffi. So viele Ecken, die man denken muss. Es wurde gerade wieder auf mich geschossen. Ich bin unverwundbar. Ein Schritt in die falsche Richtung, tot. Da ist er. Scheibenkleister. Oh. Und ich starte wieder bei Schuppen. Okay. Die Statue muss auch Zielwasser saufen. Aber unbedingt. So. Oh, du Sack. Geh weg. Hau ab. Zieh Leine. Hier hab ich auch keinen Bock. So. Läuft doch. Genau, ich muss nach unten, um dann wieder nach oben zu kommen. Da ja jetzt den Weg freigeschaltet habe, sollte das überhaupt kein Thema sein. Dum, 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 dum. Hallo, Flugblätter.